Dankeschön, ich möchte mich bei euch bedanken, total und recht herzlich. Ich möchte mich bei euch total und recht herzlich bedanken. Wie ihr seht, sehe ich nichts, bleibt nicht aus. Wir sind, was wir sind. Wir sind eine Internetstraße. Hier könnt ihr TikToken, Facebooken, YouTuben und so on. Hier vorne seht ihr schon ein Gerät, ein Kopiergerät. Hier kann kopiert werden. Hier kann gescannt werden. Ihr könnt das Scannen auslesen in der Kopierstraße. Dort ist die reinweg normale Kopierstraße mit den Kopierern. Was kann man denn hier noch? Scannen, kopieren. Wie schon gesagt, ins Netz. Im Moment hier leider nur in 100 Mbit. Eine Straße weiter mit 250 Mbit. Aber die 100 Mbit reichen, muss ich einfach mal gesagt haben. So, ich hatte natürlich vor, einen sogenannten Imagefilm, die Brille ist jetzt wieder frei, tada, wir kämpfen ja alle, Brillenträger, wenn wir unsere super Nasenschutz, Mundschutz aufhaben. So, also ihr seid hier im Medienhaus, ihr seid hier in der sogenannten Internet, also ein Café ist es nicht, hier wird an sich nur gearbeitet. Die haben gerade Jugendliche gesessen. Ich fahre jetzt einfach mal runter. Das war jetzt hier ein Linkshänder. Also Linkshänder können hier auch, nicht nur Rechtshänder, also die rechte Hand hier benutzen. Wenn ich jetzt hier verschwinde, bin ich im nächsten. Wir haben also wie gesagt eine Internetstraße, wo wir... So was nenne ich jetzt kein Image, auch keine Image. Also wir sind nicht nur online, das war jetzt WhatsApp. So, nicht jeder Kunde hat hier eine WhatsApp-Uhr um, so wie ich jetzt, ist klar. So, das hier ist ein computergesteuerter Laserdrucker mit erstklassigen, dort seht ihr, hier werden erstklassige Sachen ausgedruckt. 600 mal 1200 dpi und dann ist es möglich 2400 mal 2400 dpi, also gestochen scharf. Das Problem ist, wenn ihr etwas sendet, was nicht scharf war, kann es natürlich hier nicht scharf herauskommen. Das muss ich einfach mal so sagen. Dass ich euch jetzt hier einfach mal mitnehme auf eine Reise, auf eine sogenannte Internetreise, geht darum, dass ihr das mal seht. Ja? Ihr seid also wie gesagt in der sogenannten Kopierstraße und ihr seid in der sogenannten Internetstraße. Ja? Filmfreunde sind wir auch. Wir sind YouTuber, Facebooker, TikToker, and so on. So, ihr habt gesehen, wie ich zwei runtergefahren. Jetzt seht ihr mal, wie ich live einen Computer runterfahre. Ist ja natürlich nichts Bewegendes. Aber wir digitalisieren. So, wir digitalisieren natürlich nicht nur. So, wir sind natürlich auch eine Film-Community mit Geschmack. Wir drehen Filme. Wir bearbeiten Filme. Wir machen natürlich auch solche Kulissen wie diese jetzt hier. Das ist natürlich die Winterkulisse, die wir aufgebaut hatten, weil es war ja Weihnachten. Gut, dass wir natürlich auch Figuren haben, die etwas anrüchig sind, wie diese da oben. Ja? Adolf war auch dabei, ist richtig. Kommt aber mehr aus dem Spielfilm. Dass Herr Putin live ist, das ist Herr Putin. Und dieser Herr hier sollte auch bekannt gewesen sein. So, das war ein minimaler Imagefilm, kein richtiger. Hatte ich vor, ich habe einige Schauspieler gefragt. Werden sicherlich welche machen, richtig. Aber unter uns, ihr könnt kopieren, ihr könnt TikToken, ihr könnt Snapchatten. Da braucht ihr mich nicht für, richtig? Klar, ne? So, ich fahre jetzt hier die Straße runter. Ich fahre jetzt auch diesen Computer runter.
Also hier sitzen die Leute und arbeiten. Hier saßen also auch schon Schauspieler. Henning Baum, Frank Montenbruck, Frank Zander, ne, der war in der Ecke, der hat seine Bilder vorgestellt. Ich habe natürlich auch Bilder, die zeige ich euch jetzt. Wir haben natürlich Künstler, die wir hier hin und wieder ausstellen. Hier sowas zum Beispiel, ja. Konnte man bei Amazon kaufen. Sah sehr niedlich aus. Ich verkaufe die ungern, weil sie niedlich aussehen. Jetzt wollte ich sie auswechseln. Ne? Also Künstler haben hier auch. Hier habe ich auch wieder sowas Lustiges gerade ausgedruckt. Ne? Da. Star Wars natürlich. Ja, und dann hatten wir unseren Weihnachtskalender. Die fanden wir auch super, die TikToks. Ne? Ja. So, welcome to Star Wars, das war im Jahre 2019, das hat richtig viel Spaß gemacht. Dann haben wir ja Kunst, Kultur, ja. So, wir waren 40 Jahre dabei, wir waren jetzt hier 12 Jahre vor Ort. Ab 1.4.12 überlegen wir im Jahre 2022, wir zeichnen auch auf, ne, Überspielungen. Wir faxen auch. Morgen soll ich irgendwo ins Ausland faxen. Wohin auch immer. Machen wir. Ihr seht den Sondersender Breaking News. Und jetzt fahre ich den nächsten runter. Denn ich habe Feierabend. Weihnachten war. Ich habe also weihnachtliche Sachen erledigt. Mal gucken hier. Auch hier. Wir machen ja nicht nur Fotos. Wir bearbeiten Fotos. Wie gesagt, es geht zu Ende. Ja, die Herrschaften wollten gerade nicht aufhören. Die hatte ich aktiviert. Da ist noch so ein lustiges Bild, was wir haben. Da ist auch noch, ne, Figuren. Ihr seid im Medienhaus. Ja? Herzlich willkommen rund um Medien. Breaking News. So, jetzt verabschiede ich mich. Ich freue mich, wenn ihr zugeschaut habt. Ich habe jetzt hier einfach mal ein bisschen, merkt ihr, ich habe jetzt einfach mal so eine Art TikTok-Video gemacht. Ich habe jetzt mal ein TikTok-Video gemacht, denn bei TikTok macht man so ein Video, man hat ein Phone in der Hand, rennt rum, erzählt ein, 3 Minuten. Wie lange ich das jetzt hier gemacht habe, habe ich jetzt nicht auf die Uhr geschaut. Ihr seid total und recht herzlich willkommen hier im Medienhaus. Wie gesagt, wir kopieren für euch, wir stellen her, ihr könnt übermitteln. Facebooken, Snapchatten, ihr könnt auch selber, wenn ihr Künstler seid, könnt ihr eure eigene Kunst zelebrieren. Wir haben die Studios, wo wir drin arbeiten, habe ich also auch schon mal vorgestellt. Ja, das war's. Das war das Jahr 2021 mit Breaking News. Mal ja, einfach hier so eine Art TikTok-Video gemacht. Bei YouTube macht man an sich keine TikTok-Videos, aber so ungefähr ist es doch. Also, wir sind hier wie in einem Asterix-Comics umzingelt von Kollegen, denkt nichts, macht nichts, weiß nichts und kann nichts. Und ich bin der Erklär-Nix, weil das bringt nichts. Macht's gut, das bringt gar nichts.